Wir sehen aus wie drei Witwen, die auf was warten. Auf was warten wir eigentlich? Ich bin nicht Witwe, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf. Ich bin geschieden. War ja auch nicht meine Idee, dass wir uns unbedingt treffen mussten. Nein, es war meine. Und warum sind Sie denn hier? Weil ich ihn erschießen werde, wenn er kommt. Ich hoffe, das war ein Scherz, Frau Kranz. Geben Sie mir bitte die Waffe. Ich denke nicht daran. Mehr als 200.000 Mark hat mich der Kerl betrogen. Frau Kranz! Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie sind Frau Kaiser. Ja, kommen Sie rein. Danke. Sie sind Frau Hausmann, nicht? Gerstner ist mein Name. Käthe Gerstner. Bevor ich Sie miteinander bekannt mache, bitte ich Sie, geben Sie mir die Pistole. Ich denke nicht daran. Ich glaube, ich sollte lieber wieder gehen. Er hat sie um ihr ganzes Vermögen betrogen. Das ist kein Grund. Das hat da jede von uns. Aber ich hab nichts mehr. Jetzt. Nun gut, ich bleibe. Mein Name ist Käthe Gerstner. Und ich meine, wir sollten jetzt alle zur Polizei gehen und diesen Herrn anzeigen. Nein. Wenn wir vor Gericht gehen, sieht keine von uns ihr Geld wieder. Er soll eine Chance kriegen. Warum? Er hat das Geld sowieso nicht mehr. Er soll seine Chance haben. Ja. Ich denke auch so. Ich kann es nicht fassen. Sprichst du nicht mehr mit mir? Ich habe nichts anderes gelernt. Dass dir diese 6 Jahre nicht gereicht haben. Wenn du alles zusammenzählst, waren es 8 Jahre. Wieso bist du eigentlich bei mir wohnen geblieben? Ich dachte, ich könnte dich vor dir selber schützen. Aber du landest wieder im Strafvollzug. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Wieso studierst du dann Jura? Mit so einem Vater kriege ich kein Bein auf die Erde nach meinem Studium. Jetzt schau mir mal in die Augen, Kleines. Da ist nichts mehr. Du lügst doch wieder. Wo ist denn das Geld her, von dem du lebst? Ich hab gespielt. Du hast doch noch nie was gewonnen beim Spielen, noch nie. Aber diesmal doch, Kleines. Und bist du so lieb und legst da meine Socken ein bisschen. Ciao! Wo willst du denn hin? Ich denke, du hast Zeit. Ich habe einen Termin vergessen. Ach, bitte. Ich bin bald wieder da.
seinen richtigen Namen? Hans Weinreich. Mein Neffe hat es herausgefunden. Wo ist denn Ihr Neffe? Er wollte doch dabei sein, wenn der herkommt. Davon war nie die Rede. Mein Neffe hat uns zwar zusammengebracht, aber hier wollte ich ihn nicht dabei haben. Weil Sie sich schämen. Schämen Sie sich vielleicht nicht? Nur für mir selber. Mich macht das Warten ganz krank. Was machen wir hier eigentlich? Miller. Wer? Ja, das gibt's ja nicht. Wie geht es dir? Oh, das freut mich. Aber jetzt ganz im Ernst, Werner. Ich sag dir mal dein Autokennzeichen. Find doch mal raus, wer das ist. Ich melde mich dann am Abend wieder. M. Strich. B. I. Also bei mir war er nie pünktlich. Bei mir auf die Minute. Muss er ja jetzt kommen. Kann ich mir irgendwo die Hände waschen? In der Diele. Gleich neben der Haustür. Nicht Schüsse? Ja, es waren Schüsse. Schnell. Es ist jemand erschossen worden. Wiesengrund 78. Rosa. Nein, nein, ich komme direkt hin. Wie heißt der? Weinreich. Hans Weinreich. Nee, sagt mir nichts. Aber ihr könnt euch ja mal schlau machen, bevor ihr kommt. Und wo ist Riedmann? Okay, danke, Ende.
dachte, du wärst schon weg. Was machst du denn hier? Peter, was war denn das für ein Termin vorhin? Ich habe versucht, deinem Vater zu folgen. Aber ich habe ihn verloren. Ja, du wolltest doch wissen, was er tut. Das wolltest du doch. Ich habe nach seinen Kontoauszügen gesucht. Aber ich weiß ja, was er macht. Ich weiß es ja. Ich glaube, ich hänge mein Jurastudium an den Nagel. Bist du verrückt geworden, so kurz vorm Examen? Studiere ich halt Biologie. Du solltest keine Witze darüber machen. Ich finde das alles schlimm genug. Ich muss mir mal schnell die Hände waschen. Werner, wo ist eigentlich deine Spurensicherung? Von da sind die Schüsse gekommen und da sind sie jetzt und suchen Spuren. Ja, also zwei Einschüsse, beide von hinten. Einer in den Rücken, einer in den Hals. Austritte konnte ich bis jetzt nicht feststellen, also Steckschüsse. Genaueres nach der Obduktion. Es waren aber drei Schüsse. Ja, dann musste eben den dritten suchen. Es waren auch drei Schüsse. Ich war oben und bin nach den drei Schüssen zum Fenster gelaufen. Dann habe ich die Polizei angerufen. Leo, entschuldige, brauchst du mich noch? Im Moment nicht, danke. Ist Ihnen was aufgefallen von da oben? Was Besonderes? Als die Schüsse gefallen sind, bin ich zum Fenster gelaufen. Ich habe nur die Füße gesehen. Er war durch das Auto verdeckt. Ich lasse mir das Gartenstück noch absperren, damit mir keiner von euch da rumtrampelt. Mach das. Das ist meine Schwester. Na ja, und da waren da die vier Damen. Die vier Damen? Ja, Frau Kaiser und ihre Freundinnen oder Bekannte, was weiß ich. Da hinten, das ist Frau Kaiser. Frau Kaiser, Telefon. Ihr Neffe. Peter, wo bist du? Bitte komm sofort. Es ist etwas Furchtbares passiert. Weinreich ist ermordet worden. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier noch soll. Ich werde jetzt gehen. Sie? Sie sollten am wenigsten von uns allen gehen. Was wollen Sie damit sagen? Herr Weinreich ist ein professioneller Heiratsschwindler. 12 Fälle sind aktenkundig. Die Dunkelziffer der betrogenen Frauen wird doppelt so hoch eingeschätzt. Er war 8 Jahre im Knast. Wo wohnt er, der Herr Weinreich? Kastanienallee 87. Seine Tochter lebt mit ihm zusammen. Da werdet ihr jetzt hinfahren und ihr erklären, was passiert ist. Das meinst du so, wie du das sagst, ja? Ja. Und dann kommt ihr bitte sofort wieder hierher, ja? Mein Name ist Kress, ich leite die Untersuchungen. Sie sind Frau... Kaiser. Kaiser, ja. Ich hätte Sie gerne einen Moment allein gesprochen. Ja, bitte schön. Danke. Hier? Ja. Ach. Und Sie muss ich leider bitten zu warten.
Ich weiß überhaupt nicht, was mich hier noch hält. Es hält sie doch keiner. Wir jedenfalls nicht. Warum hältst du an? Tja, Henry. Das ist der Blumenladen. Der den Weinreich seine Blumen gekauft hat, ja? Du merkst leider auch alles. Schon, ja. Also gut, gehen wir beide oder wer geht? Ich gehe. Also, Frau Kaiser. Ich kann Ihnen unsere Versammlung hier nicht anders erklären. Ja, mein Neffe wird gleich hier sein. Er hat mich vorhin vom Büro angerufen. Er ist nicht. Frau Kaiser, ich habe in meinem Beruf so viel über das Leben gelernt. Ich verstehe fast alles. Sehen Sie, Ihre Scham ist doch etwas ganz... Sein Tod tut mir sehr weh. Er war... Also, das ist nun wieder schwer zu verstehen, Frau Kaiser. Er hat Sie doch um viel Geld betrogen, Sie und die anderen. Welche Art von Zustandsbeschreibung erwarten Sie? Ich weiß es nicht. Ich frage Sie. Ich glaube, ein Mann hat gar nicht die Möglichkeit, das zu verstehen. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber er hatte die Möglichkeit wohl. Der tote Herr Weinreich. Ja. Er, ja. Wenn er Sie wieder um Geld angegangen hätte, hätten Sie es ihm gegeben? Ich glaube, ja. Ja. Interessant. Während die Verkäuferin die Blumen gemacht hat, hat Weinreich telefoniert. Der Mann am anderen Ende hieß Müller. Von dem wollte er was wissen, der konnte es ihm nicht sagen, beziehungsweise noch nicht sagen. Dieser Müller muss mit dem Vornamen Werner heißen, meinte die Verkäuferin. Es könnte eine Autowerkstatt sein. Sagt dir das was? Werner Müller, Autowerkstatt, natürlich sagt mir das was. Und dir auch, jetzt tu bloß nicht so. Dann lass uns hinfahren. Nein, nein. Wir fahren jetzt in die Wohnung von Hans Weinreich. Und da werden wir der Tochter sagen müssen, dass ihr Vater tot ist. Frau Kranz, Frau Gerstner, Frau Wolf. Ich muss mich ja nicht noch mal vorstellen. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich in Gegenwart der Damen keinerlei Aussagen machen werde. Ich meine über mein Privatleben. Frau Kranz, ich gehe davon aus, dass wir uns einzeln wiedersehen. Bei mir im Polizeipräsidium. Können wir jetzt gehen? Ja, wenn Sie mir bitte noch Ihre Adressen dalassen. Ihr habt Frau Kaiser. Wem gehört denn der Wagen hinter dem Wagen von Herrn Weinreich? Meiner ist das. Mein Wagen. Warum? Ja, dass Ihr Wagen da steht, das hätte ihn eigentlich warnen sollen, weiterzugehen. Oder wollten Sie Herrn Weinreich warnen? Wieso denn warnen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Waren Sie alle hier im Raum, als die Schüsse fielen? Ja. 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 Nein, ich nicht. Ich war auf der Toilette, als die Schüsse fielen. Es waren drei. Die Toilette befindet sich in der Diele neben der Haustür. Können wir jetzt gehen? Bitte.
Wir melden uns dann bei Ihnen. Ihren Wagen, Frau Gerstner, den werden Sie uns noch ein bisschen da lassen müssen. Ja. Ich bestelle ein Taxi. Zwei bitte. Ich meine, ich glaube, ich kann es nicht nochmal sehen. Der Tod ist schon weggebracht worden. Wie lange wird es dauern? Ja, die Nummern? Mein Gott, wie Sie das sagen. Verstehe Sie nicht. Ja. Ja, danke. Eine Dame ist nicht gekommen. Interessiert Sie das, Herr Kreis? Ja. Lilo Hausmann, hier sind alle Namen und Adressen. Das ist mein Neffe. Ich habe Ihnen von ihm erzählt. Ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Du musst mich nicht trösten. Das ist Hauptkommissar Kreß. Frau Kranz hat eine Pistole bei sich in ihrer Handtasche. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Es war mir peinlich in Gegenwart von Frau Kranz. Haben Sie die Telefonnummer von Herrn Weinreich? Nein. Herr Weinreich ließ mich in dem Glauben, er lebe nicht in dieser Stadt. Ich kann Ihnen die Nummer geben. Machst du auf? Guten Tag, wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Sie sind Silke Weinreich, Tochter. Ja, ja, schon gut. Aber ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Frau Weinreich, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Ihr Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Es war ein Unfall. Nein, er wurde erschossen. Moment. Sie wissen, wer mein Vater war? Ja, das wissen wir. Telefon für Sie. Für mich? Danke. Mein Vater ist tot. Aber Henry, zuerst besorgt ihr die Waffe von Frau Kranz. Ja, ja, die hatte eine Pistole bei sich, als sie hier war. Sofort, meine ich. Ja. Dann treffen wir uns hier oder im Präsidium. Ende. Na, und die Waffe ins Labor, ja? Ich habe das Treffen hier mit Herrn Weinreich organisiert. Mit einem schrecklichen Ende. Ich habe ihn dazu veranlasst. Du musst meinetwegen nicht lügen, Tante. Und was machen Sie sonst so? Beruflich. Ich bin dabei, mir eine Firma aufzubauen. Eine Konzertagentur. Haben Sie heute auch Herrn Weinreich gesehen? Dieter war in seinem Büro. Du hast doch angerufen. Herr Kreß, ich verbitte mir, von Ihnen in diese schreckliche Angelegenheit mit reingezogen zu werden. Aber Sie haben sie doch angerichtet. Also waren Sie in Ihrem Büro? Ich muss Ihnen nicht antworten. Nein, müssen Sie nicht. Ich war den ganzen Tag in meinem Büro und habe telefoniert. Kann Ihre Sekretärin das bestätigen? Er hat keine Sekretärin. So gut geht das Geschäft noch nicht. Äh,
Würde es Ihnen was ausmachen, Herrn Kress und mich alleine zu lassen? Meine Tante beschäftigt ab und zu einen Gärtner. Im Garten. Seine Gummistiefel habe ich im Schuppen gefunden. Oder sind es nicht seine? Doch. Komm. Was willst du denn mit den Fußabdrücken? Die interessieren mich doch jetzt gar nicht. Leo, das sind die Fußabdrücke von ein paar Männerhalbschuhen. Die einzigen brauchbaren Abdrücke im Garten. Ja, ja, habt ihr keine Hülsen gefunden? Nein. Aber diese U-Bahn-Fahrkarte von heute 13.53 Uhr. Dieter? Was ist? Hast du mir was zu sagen? Jetzt fängst du auch noch an. Warum hast du nicht gesagt, dass ich manchmal auch im Garten arbeite? Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ach, Sie sind ja immer noch da. Eine Minute vor Ihnen ist sie weg. Frau Kranz kommt manchmal tagelang nicht nach Hause. Wir warten trotzdem. Vielen Dank. Sie werden schon erwartet. Sie haben Besuch. Kriminalpolizei, guten Tag. Guten Tag. So was nannte man früher Wegelagerei. Sie sind Frau Kranz. Ja? Ah, die Damen haben sich auf mich geeinigt. Na, wunderbar. Wir wollen die Waffe bei Ihnen abholen, die Sie bei Frau Kaiser im Haus vorgezeigt haben. Bitte? Das mit der Pistole, das hätten Sie auch bequemer haben können. Meine Folien im Bungalow. Naja, die Damen waren wohl zu vornehm. Nicht gleich anzuschwärzen. Wissen Sie, dass dieser Kerl, dieser Weinreich, mich um ein ganzes Vermögen gebracht hat? Tut uns leid, Frau Kranz. Mir auch. Männer sind der letzte Dreck. Ihren Waffenschein würde ich gern sehen, bitte. Es gibt keinen Schein. Wo haben Sie denn die Waffe her? Mein geschiedener Mann hat sie mir dagelassen. Wissen Sie, statt Unterhalt. Sie wissen schon, dass das Folgen hat. Da kann ich auch nichts machen. Sie bleiben hier. Oder haben Sie so einen, Durchsuchungsbefehl? Nein. Gut, dann warten Sie hier. An was denkst du? An meinen Vater. An deinen Vater? War doch trotzdem mein Vater. Als Kind habe ich so schön gehabt mit ihm. Nach dem Tod von meiner Mutter. Was ist, wenn jetzt wirklich viel Geld auf dem Konto ist?
Ich werde es den Frauen zurückgeben. Du bringst die Waffe ins Labor. Dann fahren wir zu Lilo Hausmann, die Dame, die zum Treffen dich erschien. Und dann fahren wir zu Otto Müller. Ah ja, das wird ein schönes Wiedersehen. Ja? Entschuldigen Sie, ich will Sie gar nicht lange stören. Frau Kaiser, haben Sie Kinder? Ich bin bei meiner Tante aufgewachsen und ich lebe auch hier und wohne hier. Mein Neffe wollte mich vor Weinreich nur schützen. Ach, mein Kollege wird Ihre Schuhe haben wollen. Meine auch? Ja. Ich arbeite auch manchmal hier im Garten, Herr Kress. Ich nehme an, dass wir uns schon morgen früh wiedersehen. Guten Abend. Können wir Sie noch einmal sprechen? Ja. Meine Schwester will Ihnen was sagen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Alles ist wichtig. Also, kurz nachdem das hier passiert sein muss, ich war gerade Zeitungen holen und da habe ich, also der Neffe von der Frau Kaiser hat, da unten am Eck, da ist eine Telefonzelle und da war er. Und da hat er telefoniert. Und warum erzählen Sie mir das jetzt? Wissen Sie, die Frau Kaiser, die hat einfach immer Pech mit Männern. Und ihr Neffe, das ist auch so einer, der sich finanziell an sie hängt. Nur ihr verstorbener Mann, das war ein guter Mensch. Ja, vielleicht komme ich darauf zurück. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Großartig, glaube ich mir, das wird auch richtig kommen. Ist Frau Hausmann nicht da? Die ist gestern nach Ibiza geflogen mit ihrer Mutter. Da können Sie lange klingeln. Was heißt irgendwo? Dann treibt er mir die beiden eben irgendwo auf. Sie möchten ins Präsidium kommen. Was? Na klar jetzt, so spät ist es ja noch gar nicht. Danke, Ende. Genau so habe ich unser Wiedersehen mir immer vorgestellt. Da reden wir dann nichts Schlechtes und schon sind wir da, ne? Ja, so kann man sagen. Weißt du das, Gerd? Ja. Danke. Okay. Na, magst du was? Ja, immer. Wir haben es ein bisschen eilig, ansonsten könnten wir die Nummer noch ausbauen, Müller. Wie ihr seht, bin ich doch ein fleißiger Mensch geworden. Es ist aufgefallen. Na, Weinreich hat bei dir antelefoniert. Das habe ich nicht verstanden. Was hat er gesagt? Was habt ihr miteinander zu tun? Moment, Moment. Ja, ist gut. Absolut gar nichts. Der Weinreich ist nicht meine Kragenweite. Wir sind jetzt in der Autowerkstatt, Müller-Autowerkstatt. Der Typ da, der war hinter ihm her. Und der wollte wissen, wer er war. Und wer war der Typ? Ja. Dieter Kaiser heißt er. Im Wiesengrund 78. Wir sind auf dem Weg. Ende. Er wartet schon auf uns. Wiedersehen. Was ist denn los? Was ist denn mit Weinreich? Tot ist der Weinreich. Nein, dann sagt ihr Leo, ich komme später. Ich muss vorher noch ins Labor. Ich weiß selber, dass man ihn heute nicht reizen darf. Ende. Was unternehmen wir jetzt gegen diesen Dieter Kaiser? Leo. Für was soll das reichen, was wir wissen?
Das reicht für gar nichts. Der hat sein Erbe retten wollen, ist das nicht? Leo, ich meine, naja. Na bitte, dann trefft ihr jetzt eine Entscheidung. Na, was wollt ihr? Festnehmen könnt ihr ihn gar nicht. Aber vorladen, verhören. Wo ist eigentlich Werner Riedmann? Entschuldigung, der hat Verspätung. Der ist im Labor, soll ich sagen. Setz dich doch wieder hin. Die Waffe von Frau Kranz ist im Labor. Die machen da gleich den Test. Und, was ist eure Meinung? Ihr habt nicht zufällig die Frau Kranz gefragt, wie sie heute zur Frau Kaiser gekommen ist, nein? Wir hatten keinen Grund. Ja, es hätte ja sein können, wegen der U-Bahn-Karte. Oh ja, es hätte sogar sein müssen. Freunde, es wäre schön, wenn ihr auch mal was beitragen würdet. Also gut, dann trage ich bei und verkleinere den Kreis. Die drei Damen, die während der Schüsse im Wohnraum waren, können wir ausschließen. Schon falsch. Die könnten gemeinsam einen Auftrag gegeben haben, den Weinreich umzubringen. Hass, Rachsucht, wegen der Kränkungen, wegen des verlorenen Geldes und. Ihr könntet euch morgen mal um die Situation, um die finanzielle Situation von Weinreich kümmern, ja? Lass uns aufhören für heute, Leo. Oh nein, nein! Also schneller ging's wirklich nicht. Da sagt ja keiner was. Aus der Waffe von Frau Kranz ist seit Ewigkeiten nicht mehr geschossen worden. Aber? Der Waffenexperte im Labor, der kennt den geschiedenen Mann von Frau Kranz. Na, guck mal. Der hat einen Schießstand gehabt, früher. Wo, auf dem Jahrmarkt oder was? Einen richtigen. Der gehörte zur deutschen Olympiamannschaft im Pistolenschießen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass sie alle Leute, die in Frage kommen, für morgen hierher zur Vernehmung bestellt. Und wer kommt dafür in Frage? Das überlasse ich euch. Ich muss jetzt gehen. Kette Gerstner, 3-3. Ja, ich wollte auch fragen, ob ich meinen Wagen abholen kann. Da bin ich im Augenblick selber überfragt. Er steht doch dort nur so rum. Wir wollten Sie sowieso bitten, morgen um 9 Uhr ins Präsidium zu kommen. Ich komme. Sinkt die Temperatur bei klarem Himmel auf -3 Grad. Was? Im Süden halten sich noch einzelne Wolkenfelder. Moment, ich kann Sie nicht verstehen. Sonnig bei frischen und bögen. Warum fragen Sie das? Ich habe eine Quittung geben lassen. Ja, reicht denn das nicht, wenn ich die morgen früh mitbringe? Ja, warten Sie einen Moment. Dafür muss ich doch nicht persönlich kommen. Das haben wir doch sonst auch immer so gemacht. Nein, heute zwischen 14 und 15 Uhr alle Fahrten zum Wiesengrund 78. Einen Moment bitte, ich muss Sie trotzdem mit unserem Schichtleiter verbinden. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen oder was soll das? Ich lasse mir nie eine Taxiquittung geben. Wozu soll es gut sein? Hören Sie, ich lerne doch keine Autonummern auswendig. Ja. Also das werde ich ja wohl noch wissen, ob ich mit der U-Bahn gefahren bin oder nicht. Gut, dann sehen wir uns morgen früh um 9 hier im Präsidium. Gut, ja, wie Sie wollen.
Wie bitte? Ja, beide. Nein, das wissen wir nicht. Wiedersehen. So gegen 9 sollen wir kommen. Beide? Wir beide. Aufs Präsidium. Irgendwas ist doch, Peter. Komm, bitte sag's mir. Es ist nichts, wirklich nicht. Wo warst du heute Nachmittag? Plötzlich warst du weg. Ich hab dir doch gesagt, was ich gemacht habe. Ich bin deinem Vater nachgefahren und auf einmal war er nicht mehr da. Und wozu sollte das gut sein? Ja, Weinreich? Ja. Aha. Gut. Ja, wiederhören. Wir sollen morgen Vormittag aufs Präsidium kommen. Putzi! Servus. Sir. Geh mal weiter. Okay, okay. Ja, Wachtmeister. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kaiser. Ich möchte gerne wissen... Wo ist Ihre Tante? Ich wollte da nicht mehr drin sitzen. Moment. Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie sich nicht stören. Können Sie mir bitte sagen, was diese ganze Versammlung hier soll? Ich nehme an, es geht gleich los. Fein. Ja, und könnten Sie denn nicht fragen, ich muss doch meinen Wagen wieder haben. Mache ich, Frau Gerstner. Danke. Morgen. Morgen, Leo. Dann haben Sie mir aber eine große Freude gemacht. Na, das ist vielleicht ein Auftrieb. Aber warum alle zur gleichen Zeit? Die Tochter Weinreich fehlt uns noch und Ihr Freund. Guten Morgen, Leo. Morgen. Und? Wieso alle gleichzeitig? Für Gegenüberstellung, Konfrontation, auch Verhör. Das war ein Taxifahrer. Der eine hat Frau Wolf in den Wiesengrund zu Frau Kaiser gefahren. Und der andere? War ein Irrtum. Es gibt keinen Taxifahrer, der Frau Kranz zu Frau Kaiser gefahren hat. Mit wem willst du anfangen? Ich will mit überhaupt niemandem reden. Ihr macht das mal. Und ich höre nur zu. Ja, Chris. Na, schieß mal los. Hm? Ja? Na gut. Mach mal, Werner. Riedmann hat einen Schuh gefunden, der an seinen Gipsabdruck passt. Moment. Ja. Bitte schön.
Ja, normalerweise sagt man guten Morgen. Guten Morgen. Was haben Sie denn mit dieser schrecklichen Geschichte zu tun? Ich bin Silke Weinreich, die Tochter. Wer Sie sind, muss ich ja wohl nicht fragen. Nein, wirklich nicht. Frau Weinreich, bitte. Und Sie auch. Ja, bitte. Also ich finde die Situation hier ganz schön unerträglich. Das muss ich schon sagen. Dass ich überhaupt hier bin, habe ich ja wohl Ihnen zu verdanken. Was haben Sie erwartet, Frau Kranz? Ich habe immer damit gerechnet, dass die Polizei eines Tages vor unserer Tür steht. Aber nicht mit dieser Nachricht. Waren Sie den ganzen Nachmittag zusammen? Nein. Nachdem mein Vater weggegangen ist, ist Herr Koch ihm gefolgt. Macht weiter. Herr Koch, wir sind mit Ihrer Erklärung nicht zufrieden, muss ich Ihnen sagen. Aber es war so. Woher wollen Sie das wissen, wenn Sie nicht dabei waren? Ich denke, Sie waren zu Hause. Gerd? Haben Sie eine Ahnung, wie hoch sich das Vermögen Ihres Vaters beläuft, so alles in allem? Ja, natürlich. Auf die Frage habe ich gewartet. Henry. Sie entschuldigen mich. Ich habe die Kontoauszüge jetzt gefunden. Das ist ziemlich viel Geld. Ich werde es den Frauen natürlich zurückgeben, soweit das geht. Kann ich dich mal sprechen? Ja, warten Sie bitte drüben. Wir gehen nicht in das Büro zurück zu den Frauen. Na, dann warten Sie auf den Gang. Können Sie bitte kommen, Herr Kaiser? So. Denke die ganze Zeit über den Mann nach. Über welchen Mann? Über den geschiedenen Mann von der Frau Kranz. Der mit dem Schießstand. Wo ist die Pistole von der Frau Kranz? Inzwischen in meinem Büro. Dann bringen Sie mir. Bitte. Leo, das Labor hat eindeutig festgestellt, dass aus der Pistole nicht geschossen worden ist. Du sollst mir bitte die Pistole bringen. Herr Kaiser, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie hier vor sich hinschweigen. Diese ganze Situation hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich fast glauben muss, ich hätte wirklich geschossen. Haben Sie doch auch.
Nein, habe ich nicht! Weil dieser Herr Chris mich von Anfang an unter Verdacht hatte, habe ich sogar meine Schuhe weggeschmissen. Wir haben die Schuhe gefunden, Herr Kaiser. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Bitte. Kann ich sie anfassen? Kannst du. Sie sind entladen, die Spuren sind gesichert. Können wir jetzt gehen? Ist das die Pistole, die Frau Kranz Ihnen gezeigt hat? Nein. Nein. Die war aus Stahl. Ganz hell. Aus Stahl. Sie war silbrig. Frau Kranz, Sie haben meinen Mitarbeitern nicht die Waffe ausgehändigt, mit der Sie geschossen haben. Für wie dumm halten Sie mich? Die sollen weggehen. Die sollen weggehen! Dass das schief geht. Ich wollte ihn auch nicht erschießen. Ich wollte ihm nur Angst machen. Oder was weiß ich. Warum schauen Sie mich denn so an? Ich versuche Ihnen zu glauben. Als Frau Kaiser sagte, bei mir ist er immer pünktlich gewesen. Auf die Minute. Da habe ich die Nerven verloren. Ich musste in die Luft. Und da habe ich ihn aus dem Auto aussteigen gesehen. Mit Blumen. Und da habe ich auf ihn geschossen. Einfach nur so. Wir haben keine Hülsen gefunden. Die habe ich aufgehoben und eingesteckt. Mit U-Bahn bin ich auch gefahren. Aber Sie hätten sich doch denken können, dass das... Ich habe doch gesagt, dass es nicht beabsichtigt war. Hören Sie mir denn nicht zu? Sie erwarten Reue von mir. Das ist nicht drin. Sie haben einen Menschen getötet, Frau Kranz. Ist Ihnen das nicht klar? Ja. Aber vorher hat er mich umgebracht. Und andere.